Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Und wenn ihr diese Sendung heute vielleicht zum allerersten Mal sehen solltet oder hören solltet, wir haben eine, das ist jetzt eine Live-Telefon-Talkshow und da kann man anrufen und reden, sich mit mir unterhalten über alles Mögliche und alles Unmögliche. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50. Oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de oder faxen unter 0800 220 50 51. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Andreas und er ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Andreas. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich eine Freundin, eine Verlobte. Ja? Die ist 21 Jahre alt. Ja. Im sechsten Monat schwanger. Und ich habe eine Schwester, die ist 18 Jahre alt, ist lesbisch und wohnt seit einem Monat bei mir. Ja. Soweit so gut. Soweit so gut, ja. Jetzt fängt es an. Schwester ist 18. Ich wiederhole nochmal die Grundfakten. Ne? Schwester 18, wohnt seit einem Monat bei dir. Freundin, Verlobte 21. Genau. Im sechsten Monat schwanger. Und verlobt. Und verlobt. Und die wohnt auch bei dir. Die wohnt auch bei mir, sicher. Also ihr wohnt zu dritt im Moment. Genau, im Moment, ja. Zu dreieinhalb quasi. Genau, zu dreieinhalb. Ja, und zwar mache ich Schichtarbeit. Jetzt bin ich gestern von der Spätschicht nach Hause gekommen. Sag es bitte nicht. Ich ahne es jetzt schon. Ja, Domian. Ist es so? Es ist, glaube ich, so. Die Schwester mit deiner Freundin. Genau. Erzähl's trotzdem, was genau geschehen ist. Ja, gut. Ich habe gestern früher Feierabend gemacht. Wollte meine Freundin überraschen. Ja. Bin nach Hause gekommen, ganz leise natürlich rein. Ja. So, die Wohnzimmertür stand einen Spalt offen. Die Wohnzimmertür? Die Wohnzimmertür. Ja. Das Licht war gedämmt, leise Musik. Ich gucke in den Spalt hinein, wen sehe ich da? Meine Schwester und meine Freundin. Die waren am Küssen, sich am Küssen. Ja. Am Rumbetätscheln. Angezogen noch? Bitte? Angezogen noch? Halbnackt. Halbnackt. Genau. Wie gesagt, von meiner Schwester war die Hand unten von meiner Freundin. Ja, also, im Moment war ich geschockt. Also die Situation war völlig eindeutig. Genau, die war eindeutig, man hat gesehen. Kann man nichts irgendwie schönreden und sagen, ach nee, wir haben uns ja nur irgendwie mal umarmt oder so. Nee, nee, die haben sich auch geküsst, wild geküsst. So, jetzt kommst du rein, du stehst im Zimmer, im halb gedämpft. Nee, ich stehe im Flur noch. Im Flur. Ich stehe noch im Flur, ich habe geguckt am Spalt, ich war geschockt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, ich habe geträumt, habe ich gedacht. Das kann nicht sein. Sie ist ein Sechsmonat schwanger, ich verstehe. Aber ein Schock. So, bist du dann in das Zimmer reingegangen? Nein. Warum nicht? Ich war draußen. Weil, wie gesagt, dumm, ich war in dem Moment geschockt. Ich hatte auch ein Protestproblem. Ein was? Dass das jetzt geklappt hat mit der Schwangerschaft, das ist wunderschön gewesen. Ach, ein Potenzproblem. Ja, Potenzproblem. Dass das geklappt hat, das war ein Wunder. Ja. Wie gesagt, und das hat uns beide sehr gefreut. Wir wollten nächstes Jahr heiraten. Ja. Gut, aber sag erstmal die Situation weiter. Du hast das also gesehen, du warst geschockt, du bist nicht reingegangen, sondern was hast du getan? Ja, Domian, ich habe mir das erst eine Weile angeguckt und dann bin ich leise wieder raus. Bin natürlich dann runter zur Kneipe, weil ich war, wie gesagt, fertig. Ich habe mir dort erstmal einen Schnaps bestellt, einen starken, weil das kann man nicht einfach so verkraften, das glaubt man einfach nicht. Und hast dich zugesoffen? Von der eigenen Schwester? Ja. Ne? Das war gestern. Das war gestern. Hast du denn bis heute, bis jetzt mit deiner Verlobten darüber gesprochen? Oder mit deiner Schwester? Oder gar mit Mann? Noch gar nichts? Noch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß auch nicht mal, wie ich reagieren soll. Du bist dann leise auf leisen Sohlen zurückgegangen in die Kneipe, hast dir einen hinter die Binde gekippt und bist dann irgendwann später hochgekommen wieder. Da war Friede, Freude, Eierkuchen. Da war lagen in ihren Zimmern. Also ich habe ein Gästezimmer noch. Da lag meine Schwester am Schlafen und hat eben im Bett lag meine Verlobte. Und heute, wie hast du den Tag verbracht, nachdem du das gesehen hast gestern? Ja, ich stehe ja morgens meistens mit meiner Freundin auch auf. Ja. So, dann saßen wir am Frühstücken. Ja, da war die Stimmung erstmal mies. Ja. Die beiden hatten immer Blickkontakt, das habe ich auch mitgekriegt. Was hatten die?
Blickkontakt dieses Blickkontakt. Mal, mhm. nur am Lächeln gewesen. So, ich wollte schon was sagen, aber ja. ich weiß nicht, in dem Moment einfach meinen Mut verlassen. Es ging nicht, weil ich habe immer noch nicht geglaubt, ich habe gedacht, ich habe geträumt. Wie lange wohnt die Schwester schon bei euch? Seit einem Monat. Seit einem Monat. Und der Kontakt vorher war der auch schon eng, innig, gut? Freundschaftlichen Kontakt zwischen meiner Freundin und meiner Schwester war schon. Ja. Meine Schwester und ich natürlich normales Geschwisterkontakt halt eben, ne? Stadt ja. gehen und am durch die Stadt. Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen? Deiner jetzigen Verlobten? Mit meiner Freundin bin ich jetzt seit 5,5 Jahren. 5,5 Jahre? Genau. Das ist ja eine Jugendliebe. Ja. Da warst du 14,5. Genau, das war meine erste Liebe gewesen. Also ist meine erste Liebe. So, jetzt ist die Frage, wie es weitergehen soll, ne? Genau, ich weiß nicht, was ich machen soll. Darum rufe ich dich an und bitte dich um Hilfe. Was soll ich tun? Mhm. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Du bist wahrscheinlich unverständlicherweise auf beide Frauen, neben dem geschockt Gefühl, ist da wahrscheinlich auf beide Frauen ein Zorn, ne? Genau. Auf die Schwester genauso, weil sie sich illoyal dir gegenüber verhält und natürlich auf deine Freundin, auf deine Verlobte, weil sie dir fremd geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch öfters passiert oder ob das einmalig war. Na, die Frage ist ja, wie oft das schon passiert ist. Eben. Ja? Ich bin ja auf Schicht und daher kann ich das ja nicht wissen. Mhm. Ja, also das Vertrauen ist im Moment elementar angerüttelt, ne? Erschüttert, aber ganz elementar. Ja, da gibt es ja gar nichts anderes als, da gibt es ja gar keine Alternative, als es anzusprechen, Andreas. Ja, ich... Was willst du machen? Willst du jetzt darüber hinwegschweigen? Willst du spekulieren? Willst du darüber nachdenken und dir den Kopf verrückt machen? Du musst es ansprechen. Und zwar so schnell wie möglich, damit du da auch eine Klarheit bekommst, was da los ist. Es ist ja eigentlich schade, dass du nicht direkt reingegangen bist gestern. Tür auf und Licht an und so weiter. Gut, ja. Das ist nicht geschehen. Nee, du musst es an, das überlege dir, ich würde an deiner Stelle, wenn ich mit beiden gleichzeitig, zuallererst mit meiner Verlobten reden. Weil das ist ja jetzt die nächste Person. Die Verlobte ist schwanger und jetzt ist so etwas passiert. Ja, ich will sie nicht verlieren. Das ist das Ding ja auch. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt wirklich lesbisch oder war da nur einmal was? Sicher, die Fragen, ja, das sind Fragen. Bei mir auch drin. Die will ich auch gerne beantwortet haben. Ja, das sind alles Fragen jetzt zu stellen, die geklärt werden müssen. Und aus den Antworten, wir hoffen mal, dass es ehrliche Antworten sind, gilt es dann, eine Konsequenz zu ziehen. Aber du kannst das doch jetzt nicht total lang mit dir rumschleppen. Das ist doch völlig wahnsinnig. Nein, das geht nicht. Ja, das macht mich auch fertig. Ja. Sprich sie an. Sprich sie so schnell wie möglich an. Es wird wahrscheinlich für sie auch eine ungeheuer peinliche Sache sein, aber sie hat es sich eingebrockt. Schlimm genug, was sie gemacht hat, deine Verlobte. Ich rede jetzt von der Verlobten. Ich finde aber auch genauso schlimm. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu der Schwester eigentlich so? Ist das ein gutes Verhältnis, ein gutes geschwisterliches Verhältnis? Eigentlich ja. Das ist ein sehr gutes geschwisterliches Verhältnis. Ja. Also sehr schlimm, sehr bedauerlich, was da vorgefallen ist, aber da musst du jetzt durch, auch wenn du Angst hast, vielleicht vor Antworten, die dir wehtun oder die deine ganze Zukunft vielleicht kaputt machen, aber da musst du jetzt ran, das geht gar nicht anders. Ja. Alles Gute. Gut. Andreas, toi 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 für das Gespräch. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, 0800 220 5050, Andrea ist hier. Andrea ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Andrea. Was ist dein Thema? Bei mir geht es um eine Katze. Und zwar ist die Katze seit dem Tod meiner Mutter da. Und seitdem die Katze da ist, passieren halt merkwürdige Sachen. Wo ist die da? Bei dir oder wie? Ja, bei mir zu Hause. Ja? Wann ist die Mutter gestorben? Am 26. Oktober wegen Ärztefusch. In diesem Jahr? Ja, genau. Mhm. Ja. Und ich bin dann einen Tag danach halt nach Hause gefahren und da hat mir mein Freund gesagt, dass halt eine Wildkatze bei uns im Schlafzimmer auf dem Bett liegt. Eine was für eine Katze? Eine Wildkatze? Ja, eine Wildkatze. Ach, das also, ist gar nicht die Katze. Das hört sich bescheuert an, aber es Mensch, ist wirklich wahr. Das ist nicht die Katze deiner Mama gewesen. Nein, irgendeine Katze. Wir können uns bis heute nicht erklären, wo die herkommt. Mhm.
Also sie liegt einfach auf dem Bett bei mir auf der Seite bei meiner Mutter auf der Tagesdecke und schläft. Mhm. Und jetzt hatte ich dann 4 Tage später das Bild von meiner Mutter und die Todesanzeige und sie sitzt davor, sie mautzt. Also du hast sie dann mit zu dir nach Hause genommen? Also wir haben immer das Schlafzimmerfenster eigentlich offen. Sie kommt nachts und geht morgens wieder. Also ich sehe sie morgens, ich sehe sie nur nachts. Wenn es hell wird, ist sie weg. Ach so, sie sitzt Moment. Vor dem Bild. Habe ich nicht verstanden. Die Katze ist zu euch ins Schlafzimmer gekommen. Genau, seitdem meine Mutter tot ist, halt, ja. Ist sie da. Mhm. Ne? Ich dachte, sie wäre in das Zimmer von der Mutter gekommen. Missverständnis. Nee, also ich wohne nicht mehr zu Hause. Ich wohne im Kreis Münster und meine Eltern haben im Sauerland gewohnt. Ah ja. Mhm. Und ja, wo meine Mutter gestorben ist, bin ich dann halt wieder nach Hause gefahren und war die Katze auf einmal da. Ne? Ja. Und 4 Tage später hatte ich ein Bild aufgestellt mit der Todesanzeige. Und die Katze sitzt davor, sie mautzt, sie schnurrt und das Bild fällt regelmäßig um. Also es ist ein Bild von deiner Mutter. Ja, genau. Mit der Todesanzeige eingerahmt, die Todesanzeige. Ja, genau. Mhm, mh. Das Bild fällt regelmäßig um. Ja. Also ich habe erst gedacht, ich spinne. Also ich bilde mir da irgendwas ein oder was. Da habe ich das Bild mal mit rausgenommen. Sie macht ein Theater, sie steht vor der Tür, vor der Schlafzimmertür. Also wir lassen sie nur im Schlafzimmer, ne? Also dieses Bild fällt um, wenn die Katze im Raum ist. Genau. Aber ist es sichergestellt, dass die Katze nicht an das Bild herankommt? Also das Bild steht auf meinem Nachtschränkchen. Na gut, da kann die Katze ja auch ran. Ja gut, das Ding ist jetzt natürlich, ich schlafe total schlecht, seitdem meine Mutter tot ist. Ja. Und ich schlafe bestimmt eine halbe Stunde und ich bin wach und sie liegt nur auf dieser Tagesdecke. Ja. Also ich habe jetzt auch gedacht, die Katze schmeißt alles um. Ja. Oder ich vielleicht im Schlaf, dass ich das umschmeiße. Ja. Aber so ist es nicht. Also mein Freund kann das auch bezeugen. Er sagt auch, da muss ich ja auch doof sein. Es ist definitiv so, dass das Bild umfällt, wenn die Katze da ist. Wenn die Katze im Zimmer ist. Genau. Ja. Da hatte ich das Bild mit rausgenommen. Sie schreit, die Katze schreit, kratzt mir die Tür kaputt. Ja. Ich lege das Bild wieder ins Schlafzimmer, ist sie ruhig. Sie setzt sich dann vor das Bild, schnurrt und mautzt wieder ganz leise. Mhm. Ja, und es kann sie auch keiner anfassen. Ich bin die Einzige. Ne? Immer vor das Bild der toten, der verstorbenen Mutter. Genau, ja. Wie kam es überhaupt, ich mache nochmal einen Schritt zurück, wie kam es überhaupt zu der Entscheidung, dass ihr die Katze, wenn es eine wilde Katze ist, dass ihr sie bei euch in der Wohnung belassen habt? Also, ich bin sehr tierlieb. Mhm. Also wir haben selber noch 2 Hunde und noch 2 andere Katzen. Und die verstehen sich auch alle miteinander. Ja, genau. Mhm. Vögel haben wir auch noch und also sie sind eigentlich eine Zoohandlung. Aha. Ja. Da war für dich dann klar, die ist jetzt hier uns zugelaufen, du kannst auch hier bleiben. Also ich glaube eigentlich, ich hatte vorher eigentlich nicht dran geglaubt, aber ich denke, das hört sich zwar jetzt albern an oder so, weil die Katze genau an diesem Tag kam, wo meine Mutter gestorben ist. Das war für dich irgendwie so ein symbolisches Zeichen quasi schon. Ja. Genau. Und umso mysteriöser ist es jetzt, dass alles, was mit dieser Katze zu tun hat, irgendwie geheimnisvoll ist. Genau. Irgendwie geheimnisvoll. Sprich, und es eskaliert dann in dem Bild, dass das Bild umfällt oder runterfällt. Genau. Runterfällt sogar, nicht nur umfällt. Ne? Ja. Mhm. Also das ist... Und nur du kannst die Katze anfassen? Ja, nur ich, ja. Mhm. Also möchte mein Freund da dran gehen, stellt sie sich auf und da ist nichts zu machen. Das darf wirklich nur ich. Ich kann die hochnehmen, auf den Rücken schmeißen, mit ihr schmusen, fressen geben. Ich fütter die natürlich dann auch, wenn sie da ist. Wo steht das Bild von deiner Mutter im Moment? Auf dem Nachtschränkchen. Und die Katze ist heute auch wieder da. Hm. Wie oft kommt das denn vor, dass dann das Bild runterfällt? Jeden Tag. Ja, jede Nacht so gesehen. Aber dann muss das Bild ab 8 Uhr. Ist es eingerahmt, dann muss es ja immer zu kaputt gehen. Ja, es ist einmal kaputt gegangen, jetzt steht es ohne Glas da. Festgeklebt. Mhm. Also, ja. Es hört sich zwar scheiße an, aber es ist... Es hört sich merkwürdig an. Ja. Es hört sich merkwürdig an. Und doch noch mehrere Experimente mal machen, das Bild vielleicht in einem anderen Raum aufhängen, an die Wand? Oder überhaupt an die Wand hängen, zum Beispiel? Ja, ich hatte das einmal getan. Wie gesagt, ich hatte dieses Bild mit rausgenommen. Mhm. Sie sitzt vor der Tür, kratzt die Tür kaputt und schreit, als wenn sich draußen Katzen prügeln würden. So laut schreit die. Also das ist ja fast schon gruselig. Ja, ich habe echt Angst davor. Ich
ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste mal irgendwie Hilfe in Anspruch nehmen oder so. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass eine Seele von, die Seele von meiner Mutter in die Katze verschmolzen ist oder so. Dann würde sie mit Sicherheit auch nicht solche Dinge tun, die euch beängstigen. Es beängstigt euch ja, es macht euch ja Angst. Auf eine Art und Weise schon, aber ich denke, wenn ich schlafen gehe, ist die Katze da. Sie schläft auf meiner Seite, auf der Tagesdecke meiner Mutter. Ja. Nun kann man ja immer sagen, das ist irgendwie ein Zufall, dass die Katze da an dem Tag gekommen ist und dass die anhänglich ist und dass die besondere Verhaltensweisen hat. Ne, das kann man ja wirklich so sehen. Ein bisschen merkwürdig oder sehr merkwürdig ist das mit dem Bild. Ja. Und wenn ihr das Bild ganz einfach mal wegnehmt und irgendwo in eine Schublade legen würdet? Also ich möchte eigentlich, für mich ist das, meine Mutter ist jetzt nicht mehr da, weißt du, und mir tut das sehr, sehr weh und ich möchte eigentlich das Bild immer bei mir haben. Ja. Mag das Bild noch so oft runterfallen, wie es will, ja. Nur ich habe wenigstens, also ich habe das Gefühl, als wenn die Katze, das sieht halt blöd an, meine Mutter wäre, ja, weil die gibt mir halt dieses komische Gefühl. Also das finde ich jetzt ein bisschen sehr weit, also es ist für meinen Geschmack sehr, sehr weit hergeholt. Mhm. Und nicht nur sehr weit hergeholt, sondern eigentlich Blödsinn. Und ich will das nicht so. Ja, also, dass die Seele der Mutter übergeht in die Kase, das ist jetzt schon sehr, sehr... Ja gut, ich glaube da auch nicht dran, aber wie mag sich das sonst erklären, ne? Also, das weiß ich jetzt auch nicht, wie man das vielleicht erklären kann mit diesem Fotorahmen. Aber ich glaube, die Gefahr besteht ja auch, wenn man sich da zu sehr hineindenkt in eine solche Konstruktion, dass man sich irgendwie auch schadet damit. Und vielleicht kann es sogar auch den, ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung auch hat auf den Trauerprozess. Weiß ich nicht, das musst du besser beurteilen können, weil das ist ja ständig irritiert und das ist ja auch irgendwie etwas Furchterregendes, mit dem du da konfrontiert bist und nicht etwas durchweg Gutes, wo man sagen kann, okay, nehmen wir das mal als Zeichen hin, aber... Ja. Aber auf jeden Fall bist du relativ durch den Wind, ne, dadurch. Ja, also kann man so sagen. Gab es denn Überlegungen schon, dass du gesagt hast, nee, das geht irgendwie nicht, ich gebe die Katze jetzt in ein Tierheim oder verkauf sie oder gibt es ja andere Leute an jemanden, der Katzen mag? Gab es so Überlegungen schon? Also nee, eigentlich nicht. Weil so gesehen stört mich, die Katze stört mich eigentlich gar nicht. Nur halt, wie du es gerade schon sagst, ist irgendwie beängstigend auf eine Art und Weise, ne? Ja. Beobachte mal die ganze Sache noch eine Weile. Vielleicht löst sich das ja auch auf und versuche dich mal wirklich zu lösen von diesem Gedanken, dass das die Seele deiner Mutter ist. Ich finde, dann damit wird man auch der Mutter und dem Unglück und der Trauer nicht gerecht. Das ist meine Auffassung. Wir haben ja schon überall nachgefragt. Wir wohnen auf einem kleinen Dorf. Und man kennt sich ja logischerweise im Dorf. Und keiner kann sich erklären, wo die Katze herkommt. Wenn wir irgendwie einkaufen gehen müssen, müssen wir mit dem Bus oder mit dem Auto fahren. Ja. Na gut, also eine Katze kann überall herkommen. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, gut. Lass uns doch mal in vier Wochen noch mal reden miteinander. Ja. Gucken wir mal, wie sich die Sache bis dahin entwickelt hat. Ja. Okay? Okay. Wir werden uns bei dir, bei euch melden. Okay? Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Thomas, 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, ja, Thomas. Hallo, Thomas, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich seit 4,5 Jahren mit zwei Schwestern zusammen lebe. Und es geht mit darum. Mit Zwillingen? Nein, die sind ein Jahr Unterschied. Und ihr habt ein richtiges, ihr seid richtig zusammen, in Dreierbeziehung, oder was? In einer Dreierbeziehung, ja. Du hast mit beiden Schwestern Sex. Ich weiß auch, wenn ich jetzt gleich die Namen nenne hier. Die Namen musst du nicht nennen. Bin ich gar nicht interessiert an den Namen, sondern an der Geschichte. Also du hast mit beiden Frauen gleichzeitig Sex. Es ist eine Liebesgeschichte zu dritt. Genau. Seit 4,5 Jahren. Ja. Ja. Aber du sagst das mit einer Stimme, als wären sehr große Probleme damit verbunden. Sehr große Probleme. Erzähl mal. Und zwar bin ich jetzt schon in diesen 4 Jahren konfrontiert worden, dass ich mich mal für die eine oder die andere entscheide. Und du musst dir das vorstellen, dass dann alle beide neben mir stehen und sagen, hier, Thomas, hier, da musst du mal die Kathleen, gut, keine Namen,
oder sich für sie entscheiden, so entscheide ich mich wieder einer, so dann ist das Geheule groß, dann tut es wieder die Schwester leid, so weil sie darunter leiden muss. Achso, die Frauen drängen dich quasi hier, du musst dich für einen entscheiden, entscheiden. Ja. Mhm. Und dann entscheidest du dich für eine und dann ist die andere traurig oder eingeschnappt oder was auch immer. Sie bricht zusammen, Liebeskummer. Das Problem ist ja auch, ich bin auch in alle beide verliebt. Wie hat das denn überhaupt angefangen? Warst du von Anfang an in beide verliebt oder warst du erst mit einer zusammen? Wie soll ich nur sagen, so, ich habe sie kennengelernt und ich habe sie in meine Wohnung eingeladen vor 4,5 Jahren. Du hast beide kennengelernt, du hast beide eingeladen? Ja. Ja? Und? Ja, wie soll ich das sagen? So, es haben sich alle beide in mich verliebt. Ich habe mich das erste halbe Jahr habe ich mich geweigert. Also ja, Liebe zu geben, weil mit zwei Mädchen das geht nicht. Ach so. Da gab es sogar eine Zeit, ein halbes Jahr, wo du nicht wolltest, aber die beiden wollten. Ja, und da gab es aber schon Sex miteinander. Mhm. Das ist das, sag mal so, wenn ein Mann was angeboten bekommt, mit zwei Mädchen mal was zu machen. Mhm. Wie hast du sie denn, hast du sie beide auf einen Schlag kennengelernt damals? Ja. Mhm. Und dadurch kam das dann auch so, wie du es gerade beschrieben hast, in die Gänge. Ja, so, und das läuft jetzt seit 4,5 Jahren. Ja. Und du bist eigentlich sturzunglücklich. So, und dann war das so, dass ich erst mit einem, ja, das ging eigentlich vielleicht 6 oder 7 Wochen zusammen war. So, und dann hat sich die andere wieder eingemischt. Ach so, es gab doch mal eine Zeit am Anfang, wo du mit einer nur warst. Ja. Mhm. Dann hat sich die andere wieder eingemischt. So, ja. Und dann gab es Krach, da war die andere weg, dann war die andere todunglücklich und sowas. Und durch arbeitsbedingt bin ich dann nach Österreich gegangen. Mhm. Und ich habe dort in der Firma in Wien, Spechert, habe ich da eine Firmenwohnung mitgehabt. Ja. Direkt in der Firma mit drin. Ja. Und dann kam das erste Mädchen mit ran, hat mich besucht, weil sie in München gearbeitet hat. Mhm. Und hat mich ständig besucht. Die Schwester war wieder eifersüchtig gewesen, hat mich dann auch besucht. Bloß ich konnte ihr nicht widerstehen, dass auch wieder was passiert. Ich verstehe, das hat sich also so hochgeschraubt. Bis es dann definitiv war, ihr seid zu dritt ein Paar. Ihr habt eine Dreiergeschichte. Genau. So, und ihr lebt, wie du sagtest, gerade 4,5 Jahre jetzt so zusammen. Und dann hat mir mein Chef in Wien hat mir das Messer auf die Brust gesetzt und sagte, ja, so geht das nicht weiter. So, dann habe ich mir eine Wohnung in Ybbs gesucht. Thomas, lass uns mal die ganzen Geschichten mit Wien zur Seite. Ja, lass mal weiter. Die Details. Lass uns mal über jetzt reden. Die Situation ist für dich bedrückend, weil du eigentlich nicht mit den beiden Frauen gleichzeitig leben möchtest. Ist das richtig so? Habe ich das so richtig verstanden? Ich möchte mich selber für eine entscheiden, ja. Ja, aber das versuchst du ja schon sehr lange und es gelingt dir nicht? Oder würde es dir gelingen, wenn du nicht den Druck bekämst von der anderen? Wenn ich dich jetzt fragen könnte, wenn ich zu dir sagen würde, Thomas, ich kann dir das jetzt so zaubern, so arrangieren, könntest du dich für eine entscheiden von den beiden? Ja. Ja, das wäre für dich ganz klar. Ja. Ganz eindeutig klar. Eigentlich ja. Mhm. Weiß die das, die eine, dass du eigentlich sie möchtest? Die Person A, nennen wir sie jetzt mal Schwester A. Weiß die das? Mhm. Und weiß die andere das auch, dass du sie eigentlich nicht möchtest? Ich weiß nicht, ob es Mitleid ist, oder... So. Die du eigentlich gerne haben möchtest, mit der du eine Beziehung haben möchtest, eine richtig normale Beziehung. Möchte die das mit dir auch? Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. So, jetzt frage ich euch, wie alt sind die beiden Schwestern? 23 und 24. Ja. Wieso schafft ihr beiden das nicht? Du und die Frau, die du willst, die dich will, dass ihr zu der anderen sagt, pass mal auf, wir sind hier ein Paar. Du bist meine Schwester, du bist meine Schwägerin. Wir können ein tolles Verhältnis miteinander haben, aber wir sind jetzt getrennt. Wir sind kein Paar, keine Dreierbeziehung mehr. Wir lösen uns von dir. Warum schafft ihr das nicht? Ich habe das schon ein paar Mal versucht, deswegen rufe ich dich hier an. Ja,
Erklär mir mal die Schwierigkeiten. Du hast gerade so einen Satz gesagt, es ist vielleicht Mitleid. Eigentlich im tiefen Inneren habe ich mich ja schon für die eine entschieden. Ja. So, und das ist auch das, auch mit den Schwiegereltern, weil ich da auch schon mal ein bisschen Mist gebracht habe, dass sie mich nicht so mögen. Lass uns die Schwiegereltern raus. Ja, genau. Ich will wissen, warum du mit der Frau, die du haben möchtest, mit Schwester, ich sage mal Schwester A und Schwester B. Schwester A ist die du haben möchtest. Warum du mit der Schwester A, die dich auch gerne haben möchte, warum ihr nicht euch zusammentut und geht aus dieser Dreiergeschichte raus? Warum nicht? Ich habe gesagt, dass wir in Österreich zusammen gewohnt haben. Ich bin jetzt wieder in Deutschland, muss jetzt hier was arbeiten, habe jetzt hier eine kleine Wohnung. So, ich habe gesagt, ich nehme die Wohnung alleine, für mich ganz alleine. So, sie sind mir nachgezogen und haben die Schwestern in der Nähe, wo ich jetzt gerade bin, auch eine Wohnung genommen. Und so können mich jetzt hier innerhalb von 10 Minuten kontaktieren. Thomas, ich habe dir doch eine ganz klare Frage gestellt. Warum gehst du nicht weg von dieser Schwester B, von der zweiten? Warum gehst du mit deiner Freundin, die du haben willst, nicht weg von der dritten? Warum nicht? Vielleicht bin ich, wie soll ich denn sagen, sexuell abhängig? Oder? Aha. Also zieht sich da doch irgendwas hin zu der anderen? Ja, da ist schon was, aber es ist keine Liebe. Es ist Sex. Noch irgendwas anderes vielleicht? Das, was wir alle zusammen unternommen haben, zu dritt, und die Vergangenheit und... Gut, lass mal die Vergangenheit mal Vergangenheit sein. Wir reden ja jetzt über die Gegenwart und über die Zukunft. Ich habe gerade so verstanden, dass du in der Gegenwart so nicht glücklich bist, wie es jetzt läuft. Nein, bin ich nicht. Ne? Ganz klares Ja, du bist nicht glücklich. Ja. So. Und das wäre zu ändern, indem du diese Konstruktion aufsprengst. Und mir ist immer noch nicht ganz klar, was dich da, du sagst, Sexualität, das ist eine Abhängigkeit sexuell. Dann hast du gesagt, es ist ein Mitleid. Du möchtest sie nicht vom Kopf stoßen vielleicht, weil sie dann traurig ist und weint und weiß ich was. Aber ich sag dir, Mitleid und Mitleid ist keine Grundlage für eine wie auch immer geartete Beziehung. Das ist keine Basis, da wird man immer unglücklich. Alle werden letztendlich unglücklich. Aber das ist eine Schwester, die ist immer mit da. Egal. Wenn du mit ihr keine Beziehung haben willst und letztendlich ihre Schwester auch nicht, dann muss man auch ein klares Wort sprechen können, wenn das auch hart ist, und sagen, nein, so geht es nicht. Wie soll ich das tun? Indem du es tust, einfach. Nicht indem du einfach sagst, ich möchte es so. Und wir müssen uns jetzt damit arrangieren. Und was das Sexuelle anbelangt, ich finde, dass man da auch gegen angehen kann. Gut, vielleicht bist du verwöhnt und hast das auch genossen, dass du mit zwei Frauen und so weiter. Ja. Aber du bist ja nicht glücklich dabei. So, und du hast die eine hast du lieb, das ist deine Frau. Mit der möchtest du gerne leben. Ja. So, da muss man alles daran setzen, dass das auch funktioniert. Und wenn man dann auch vielleicht ein hartes Wort sprechen muss, jetzt der anderen Schwester gegenüber, dann ist es halt so. Aber es geht nicht anders. Was sagt denn eigentlich die Frau, die du haben möchtest, die Schwester? Wie begründet sie denn die Situation? Können wir nochmal miteinander reden? Wir beide? Ja. Magst du jetzt nicht mehr? Nee, ich kann weiterreden, jetzt ist kein Problem. Aber sagen wir mal, wie ich das angehen soll. Das Problem ist, dass du gar nicht weißt, wie du das tun sollst. Eben. Dass du es tun sollst, ist ja eigentlich auch schon klar. Das mache ich. So, jetzt will ich dich nicht schnell hier abfertigen und schnell loswerden. Ich finde, einen ganz wichtigen Schritt haben wir jetzt schon mal gemacht, dass du auch sagst, es muss sich was verändern. Jetzt geht es um die Details. Wie soll ich das anstellen? Wann soll ich das machen? Mit welchen Worten soll ich das machen? Genau. So, jetzt unterhalten wir beide uns schon ziemlich lange hier auf dem Sender. Und ich möchte, dass das ein ordentlich beratendes Gespräch weiter ist.
Deswegen möchte ich vorschlagen, dass wir das jetzt hier in der Öffentlichkeit abbrechen. Ja. Und wir dich gleich sofort wieder anrufen. Das heißt, meine Psychologin Anna ruft dich an. Das wäre mir lieb. Und dann hast du wirklich Ruhe und ihr könnt dann die einzelnen Schritte wirklich im Einzelnen auch besprechen. Okay? Weil ich habe dich angerufen, weil ich selber ein Problem habe. Wirkliches Problem. Ja. Damit. Ja, das habe ich schon gemerkt, Thomas. Ich habe das auch sehr ernst genommen. Auch wenn es nicht so unterhaltsam war für die anderen jetzt mit, aber ich weiß, darum dass viele mit zugehört haben, die mich kennen. Ja. Und es ist erstmal raus, das Problem. Ja. Es geht auch nicht um unterhaltsam, sondern es geht darum, dass wir das ernst nehmen, was du gerade gesagt hast. Und das haben wir getan. So, jetzt rufe dich nicht umsonst an. Das weiß ich, das habe ich gespürt. Jetzt legst du auf und wir rufen gleich zurück. Okay, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Ciao. Juliana, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Also vorweg wollte ich jetzt erstmal kurz meine beiden Freunde Susi und Sven grüßen, die jetzt wahrscheinlich gerade vom Fernseher sitzen und sich krank lachen. So eine bist du. Umbringen. Sofort am Anfang grüßen. Ja. Ja, die haben mir schon so was Ähnliches angedroht, dass die sich krank lachen werden, weil die wissen, dass du heute anrufst bei mir. Und deswegen. Wie heißen die beiden? Susi und Sven. Susi und Sven. Mhm. Die sitzen jetzt vor dem Fernseher und gackern sich tot. Wahrscheinlich. Und dann werde ich die umbringen, weil das eigentlich nicht so lustig ist, weshalb ich anrufe. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also ist Folgendes. Ich bin seit Montag verlobt, was eigentlich was ganz Tolles ist. Gratulation. Ja, danke. Glückwünsche. Danke. Jetzt ist allerdings die Sache, mein Schatzi ist inhaftiert in der JVA. Mhm. Und meine Mom kann und will ihn einfach nicht akzeptieren und auch die Tatsache nicht akzeptieren. Kennt sie ihn denn von früher? Nein, ich kenne ihn ja selber auch erst seit 3,5 bis 4 Monaten. Ja, knapp 4 Monate sind es jetzt bald. 4 Monate? Ja. Und wie lange ist er schon im Knast? Seit 3 Jahren. Oh, und wie hast du ihn kennengelernt? Ganz lustig über eine Szenezeitschrift über die Metal Hammer. Mhm. Und früher halt immer so, ne, zusammengesessen, Kontaktanzeigen gelesen, um sich tierisch krank zu lachen und aus irgendeinem Grund ihm geschrieben. Ach so, dann war das so eine Brieffreundschaft am Anfang? Genau, und das hat sich dann jetzt halt so entwickelt. Und wie oft habt ihr euch schon gesehen? Leider bisher nur einmal, weil er 600 Kilometer weit weg inhaftiert ist. Jetzt erklär mir mal bitte, Juliana. Das, ja. Das klingt so holländisch, ne? Königin Juliana. Ja, wurde auch nach der benannt. Ah. Also, liebe Prinzessin. Erklär mir mal bitte, warum man sich mit jemandem verlobt, den man erst 4 Monate kennt und den man eigentlich nicht kennt? Das haben mich schon viele gefragt. Das ist einfach dieses eigentlich nicht kennen ist eigentlich in dem Sinne nicht richtig, weil uns verbindet halt irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Das ist also so krass, dass, also es mag jetzt komisch klingen, aber wir haben uns im Prinzip unsere Fragen schon immer beantwortet, bevor sie gestellt wurden. Gut, das ist eine romantische Umschreibung und ich glaube auch, dass man per Brief sich natürlich sehr viel zu sagen hat. Eben und dennoch kennt man sich, dann müssen wir uns nichts vormachen, kennt man sich natürlich nicht so, als wenn man, Alltag, wenn man 4 Monate jeden Tag zusammen sitzt und redet. Warum dann schon die Verlobung? Aus mehreren Gründen. Also Grund 1 ist schon mal auf jeden Fall, weil wir es auch für uns erstmal symbolisieren wollen, dass wir es miteinander versuchen wollen, dass wir diesen Schritt, sag ich mal, eingehen und auch gerne halt zusammenbleiben wollen und versuchen wollen, das auch für die Zukunft alles zu meistern und hinzukriegen. Wie lange ist er denn noch inhaftiert? Er ist schon 3 Jahre inhaftiert? Ja, er hat noch 4. Noch 4 Jahre? Mhm. Das heißt 7 Jahre insgesamt. Dann hat er wenn er vorzeitig entlassen wird. Wenn er vorzeitig entlassen wird. Das heißt, er hat was Heftiges auf dem Kerbholz. Genau. Nämlich? Körperverletzung mit Todesfolge. Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, ouch, ne? Da muss man auch erstmal schlucken. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie blauäugig sehe. Wenn wir jetzt irgendwas in Sachen Hochzeit starten wollen, wollen wir damit auch warten, bis er halt raus ist. Klar, müssen gucken, wie kommen wir im Alltag klar, etc. Ja. Und vor allem macht ihr das nichts aus, dass er so etwas Schlimmes getan hat? Ja und nein. Was heißt das denn im Klartext? Was hat er denn gemacht? In einer Schlägerei halt ist passiert. Also er hat jemanden zusammengeschlagen? Ja. Und er hat den so zusammengeschlagen, dass dieser Mensch gestorben ist? Genau. An was ist er gestorben, der Mensch? Das weiß ich nicht. Also so ganze genaue Details von über die Tat konnten wir so bisher noch nicht besprechen. Ja. Eben aufgrund dessen, dass wir halt bisher nie so wirklich unter uns waren. Hat er das in
im alkoholisierten Zustand getan? Ich weiß, das weiß ich auch nicht. Ach, nicht. Ist das seine erste Straftat gewesen? Nein. Aha. Was hat er vorher schon gemacht? Das war auch mal eine Prügelei. Ja. Auch mit üblen Folgen. Wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht so dramatisch wie diese. Ja, aber es war nicht gerade. Also, nicht leicht. Jetzt sagst du gerade am Anfang des Gesprächs, meine Mutter. Ja, genau. Die kann das irgendwie nicht akzeptieren. Absolut nicht. Und das ist nur so irgendwo bei mir so ein Punkt, wo ich sage, also, oder beziehungsweise wo ich jetzt im Moment bei ihr nicht weiterkomme. Weil mir ist es unheimlich wichtig, dass meine Eltern das auch akzeptieren, weil wir gerade so jetzt in Zukunft auch sowieso noch eine Menge Stress vor uns haben. Dann aber es ist vielleicht auch unheimlich wichtig, sich auch in die Eltern hinein zu versetzen. Das versuche ich ja auch. Und ich will dir jetzt gleich ganz offen sagen, dass ich das auch nicht verstehe. Das verstehen wahrscheinlich auch die wenigsten. Nein, das verstehe ich wirklich nicht. Ich verstehe nicht, wenn man nach so, ist es ja okay, wenn ihr euch da über Briefkontakt annähert und es ist ja auch okay, dass man jemand eine Chance nochmal gibt, der sowas, so etwas Schlimmes gemacht hat. Aber dass man nach so kurzer Zeit schon in so eine Euphorie verfällt, wie du verfallen bist, so scheint mir das zumindest, das verstehe ich wirklich nicht. Ja gut, das ist jetzt nicht so, sag ich mal, wie es vielleicht nach außen hin wirkt, dass ich es jetzt so blauäugig sehe. Ich sehe da irgendwo auch schon die Tatsachen, die Fakten. Ich sehe auch das, was er getan hat. Ich sehe auch, ich sehe auch absolut ein, dass er dafür auch sitzen muss. Ist klar, dass guck mal, du weißt nicht mal die genauen Hintergründe und die Einzelheiten der Tat. Nein, das weiß ich nicht. Aber das ist auch für mich nicht so, sag ich mal, so dermaßen entscheidend. Es ist ein Fakt, dass es passiert ist. Mhm. Es ist ein Fakt, dass er jetzt dafür sitzt. Und es ist einfach, sag ich mal, die Situation derzeitig ist halt eben Fakt. Ja, und dir ist klar, dass du dann unter Umständen dann noch 4 Jahre vielleicht wirklich warten musst. Und erst dann, das wirkliche Leben beginnt, nämlich das sich ausprobieren, ob man überhaupt zueinander passt. Genau, das ist mir ebenfalls auch klar. Mhm. Es ist mir auch klar, dass ich wahrscheinlich in dieser Zeit nicht wie eine Nonne leben kann, werde, wie auch immer. Ist auch logisch. Hast du ihm das auch schon so geschrieben? Das weiß er auch. Das ist auch in Ordnung so weit zwischen uns. Das würde er auch nicht von mir erwarten, dass ich jetzt da... Was ist denn das Argument deiner Mutter oder deiner Eltern? Ja, meinem Vater, keine Ahnung. Ich glaube, der interessiert das auch nicht wirklich. Der weiß, glaube ich, auch noch nicht mal was davon. Aber, also was sagt die Mutter denn so als Argument? Das ist ja eben so ein wirkliches Argument, hat sie nicht. Mhm. Also, es ist einfach nur dieses, du bist einfach nur total blöd. Und naja, gut, ich dann so zur Mutti, was denn Gefühle bitte schon mit Intelligenz zu tun haben? Ja, okay, kein Wort gesagt dazu. Ja gut, aber ich sage es nochmal, man kann es natürlich verstehen, dass da ein Befremden da ist, ne? aufgrund der Fakten, die vorliegen. Genau. Und ein Befremden sicherlich auch, dass jetzt aufgrund der Fakten so schnell schon eine Verlobung stattgefunden hat. Ja gut, das hat auch noch einen weiteren nächsten Hintergrund, weil uns das eben beiden auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns auch in diesen Jahren jetzt so möglichst eng und möglichst viel kennenlernen, soweit es halt... gut, das könnt ihr ohne Verlobung auch. Nicht ganz, weil wir möchten halt, dass er in meine Nähe verlegt werden kann, eben damit wir uns öfter sehen können, damit wir... Ach so, und das geht besser, das ist es einfacher, wenn man verlobt ist? Ja, das würde sonst gar nicht gehen. Ach so. Genau. Mhm. Und das ist halt dann auch noch der weitere Fakt, eben damit wir halt so weit es geht, eine einigermaßen normale, oder wie es halt für die Umstände überhaupt normal geht. Weißt du, Juliana, ich finde, dass du deiner Mutter auch Zeit geben musst. Ich wiederhole nochmal, das ist alles sehr frisch und es ist ein sehr ungewöhnlicher Vorgang, der da gerade passiert. Das ist dann halt eben auch die Sache, wenn ich ihr erkläre, Mama, pass auf, es ist jetzt so, ich möchte ihn ja eben auch peu à peu noch besser kennenlernen, deswegen machen wir das jetzt so mit der Verlobung. Mhm. Macht sie dicht. Ich hätte sie jetzt vor über einer Woche so weit, dass sie ihn sogar hat kennenlernen wollen. Sie hat gesagt, okay, wenn er ihn verlegt wird, ich gebe ihm eine Chance, ich werde ihn nicht gleich abweisen. So, ist doch gut. Ja. Das ist gut, bis dann am Montag mein Verlobungsring angekommen ist, den wir uns bestellt hatten. Ja. Und wie ich das mitgekriegt habe, dass wir verlobt sind, seitdem dicht wieder. Ja, aber wie ich das jetzt gerade schon gesagt habe, liegt ja noch sehr viel Zeit, Erprobungszeit vor euch. Ja. Und das heißt, wenn ihr am Ball bleibt, wenn du am Ball bleibst, wenn du dir auch immer sicherer wirst im Laufe der Jahre und durch ein näheres Kennenlernen, wenn deine Mutter jetzt schon so ein Signal gesetzt hat und hat gesagt, okay, ich gehe mal mit hin und gucke ihn mir an,
dann bin ich hundertprozentig sicher, dass die Frau in ein paar Monaten oder in einem Jahr wirklich dazu bereit ist, wenn sie sieht, dass das eine ernste Sache ist und dass du dich da nicht einfach in irgendetwas reinsteigerst und in irgendeinem wilden Rausch bist, sondern dass es was Solides ist. Ich würde einfach da wirklich jetzt auf Zeit bauen und dementsprechend deiner Mutter eine Chance geben und sie jetzt auch nicht mit Gewalt dahin überzeugen wollen. Weil es ist ja, wie gesagt. Und außerdem ist es für dich ja auch wichtig, dass du brauchst doch auch Zeit. Ja, mach dir nichts vor, Julian. Du hast mir jetzt erzählt von wegen, ja, wir kennen uns so toll und wir haben uns Fragen schon beantwortet, ohne sie gestellt zu haben und so. Klingt alles ganz toll. Aber das ist noch nicht die wirkliche Grundlage für ein gutes Zusammenleben irgendwann mal. Deswegen lass dir für dich auch Zeit, damit du Sicherheit gewinnst. Und die Zeit ist ja da, ist ja zwangsläufig. Das. Ja, da haben wir ja massig von. Ja, also. Nee, das ist schon klar, weil ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt noch auf Biegen und Brechen versuche. Es ist eher so von wegen, ich wache morgens auf und dann kommt gleich so das Nette. Ja, ach, zeig mal, das ist der Ring. Und dachte ich, okay, oh, super. Sie interessiert sich dafür. Und dann kommt gleich als nächstes wieder, du bist doch so bescheuert. Ja. Du kannst sie natürlich ein bisschen in ihre Schranken weisen, dass sie dich jetzt nicht zu sehr massiv angeht, aber lass ihr sei auch ein bisschen souverän und lass ihr einfach ein bisschen Zeit. Ich könnte garantieren, wenn sie merkt, dass das eine ganz solide Sache ist, dass da was wächst und entsteht, wird sie auch drauf eingehen. Also ein bisschen cooler rangehen, dann von deiner Seite auch aus, Juliane. Hoffen wir es mal. Alles Gute. Okay, tschüss. Gut, ciao. Der Stefan, 21, guten Morgen. Hallo. Hallo Stefan. Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar ist die Beziehung meiner Freundin so ziemlich am Boden. Wir haben aber dennoch beide das Ziel, eigentlich die Beziehung weiterzuführen. Also die Beziehung zu deiner Freundin? Genau. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Im Februar sind es 3 Jahre. Ja. Und warum ist sie am Boden? Ja, weil wir viele Probleme haben. Zum Beispiel, dass wir seit 1,5 Jahren nicht mehr miteinander schlafen. Oh, das ist natürlich krass. Ja. Drei Jahre zusammen und seit 1,5 Jahren nicht mehr miteinander schlafen. Genau. Ist ja die Hälfte der Zeit. Richtig. Keck gerechnet. Warum nicht mehr? Warum habt ihr nicht mehr miteinander geschlafen? Ja, also irgendwann, das kam so, dass sie halt nicht mehr mit mir geschlafen hatte und ich hatte dann gefragt, woran es denn liegt und sie konnte mir den Grund nicht mitteilen, wodurch ich dann erstmal gesagt habe, ja klar, lass dir Zeit, denk drüber nach und so vergingen halt Monate. Und nach einem Dreivierteljahr hatte ich sie dann darauf angesprochen und mehr oder weniger auch schon dazu gedrängt. Und dann, ja, hieß es, dass sie es nicht könnte, weil sie sich dabei dreckig fühlen würde. Sprich, wörtlich, sie fühlt sich dabei wie eine Nutte, wenn ich das hier so sagen darf. Wenn sie mit ihrem Freund, mit ihrem Partner, den sie liebt, schläft, fühlt sie sich wie eine Nutte. Genau. Und das hat sie vorher nicht gefühlt in den ersten 1,5 Jahren? Wohl nicht. Ich würde aber mal sagen, zum Ende hin vielleicht schon, aber sicherlich am Anfang nicht. Hat dich das nicht sehr verletzt? Ja, schon, klar, aber ich meine, ich habe halt gedacht, gut, dafür müsste es ja auch einen Grund geben, den sie aber leider nicht kennt oder noch nicht weiß. Ja. Ich denke halt dennoch immer wieder, dass man das irgendwie in den Griff kriegen kann, oder? Genau. Wie ist die Situation jetzt im Moment? Wie würdest du die Lage einschätzen? Ja, wie gesagt, wir hatten schon des Öfteren, also fast Öfteren, 2-mal eine Trennung. Und ja, an sich zwischen uns ist das eigentlich nicht mehr so wie vorher. Auch die Harmonie oder dass man sich blind versteht oder solche Sachen, die klappen halt auch nicht mehr. Und wohnt ihr zusammen? Nein, sie ist erst 18. Ja. Also sprich, ich... Also im Prinzip ist da, erzählst du von einer Beziehung, die eigentlich gar nicht mehr existent ist, ne? Irgendwie. Aber du möchtest sie noch haben oder du möchtest sie retten. Auf jeden Fall. Und sie an sich auch. Ja, also wir haben beide gewollt, das fortzuführen und in den Griff zu kriegen. Nur wir versuchen das halt, wie gesagt, schon seit längerer Zeit und wir wissen halt nicht wie. Ja, also... Die Sexualität funktioniert überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, es gibt eine sehr, sehr schwerwiegende Aussage von deiner Freundin. Und auch die ganzen Normalitäten in einer Beziehung. Der Alltag funktioniert auch nicht mehr. Genau, zwischenweise schon, aber dann wieder auch nicht. Obwohl ich sagen muss, dass wir dennoch ab und zu Vorspiele oder so schon haben. Also
Sexuell oder was? Ja, manchmal. Mhm. Aber mehr dann auch nicht. Ich wollte aber so auf den Alltag hinaus, so die ganz normalen Sachen. Man geht irgendwie zusammen irgendwie aus oder ins Kino oder man macht das zusammen. Das ist auch nicht schön und nicht entspannt. An sich schon, aber es kommt, gibt dann halt Phasen, wo wir uns eigentlich ziemlich schnell auf die Nerven gehen oder wo es halt an, zum Streit ausartet. Was schätzt du an deiner Freundin? Was liebst du an deiner Freundin? Ja gut, zumal erstens ist sie natürlich auch meine erste große Liebe. Mhm. Der erste Partner, mit dem ich eigentlich sexuellen Kontakt hatte. Mhm. Das bin ich natürlich immer sehr. Zudem ist sie eigentlich mit der erste Mensch, der mich eigentlich so akzeptiert hat, wie ich bin. Ja. Mich voll und ganz so genommen hat, ohne irgendwie rumzumeckern oder sonstiges. Ihre Güte und einfach sie ist einfach unheimlich liebe Person. Und ich fühle mich unheimlich glücklich, wenn ich bei ihr bin und würdest du denn sagen, dass du sie, dass es Liebe ist, was dich zu ihr zieht nach wie vor? Für mich auf jeden Fall. Also, für sie auch? Das weiß ich nicht genau. Also, sie sagt zwar schon, obwohl das auch vielleicht auch schon in eine freundschaftliche Richtung geht, aber beides. Also, bist du auch ihr erster Partner? Ja. Ja. Das ist halt natürlich, da hast du recht, eine tiefe Prägung. Mhm. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, als ich gefragt habe, hat dich das nicht sehr verletzt, dass sie sowas zu dir gesagt hat? Wenn du mit mir schläfst, fühle ich mich hinterher wie eine Nutte. Da hast du gerade gesagt, ja, vielleicht ist da irgendetwas, was sie auch nicht weiß, was sie so empfinden lässt. Hast du da irgendwas Bestimmtes im Sinn, was du vielleicht auch noch gar nicht so ihr gesagt hast? Eigentlich nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Also wir führen auch eigentlich unsere Beziehung. Wir sind immer treu geblieben, also ich bin auch trotz der anderthalb Jahre nie, ich habe auch nie daran gedacht. Wie ist das denn so im Punkt Sexualität bei ihr? Hat sie sexuelle Bedürfnisse, weißt du das? Redet ihr darüber? Ja, so, sie sehnt sich auf jeden Fall auch danach. Masturbiert sie, weißt du das? Nein. Weißt du das nicht? Sie macht es nicht. Sie macht es nicht? Genau. Mhm. Ja, das heißt, darüber sprecht ihr auch? Ja, schon. Ja. Und das macht ihr auch nichts aus. Ich gehe davon aus, dass du es tust. Das macht ihr nichts aus, dass du es tust. Mhm. Ja. Mhm. So, schwierige Geschichte zwischen euch beiden. Genau. Vor allen Dingen schwierige Geschichte, was ihre Aussage anbelangt. Das nehme ich sehr ernst, was sie da gesagt hat. Und ich nehme auch ernst, was du so ohne Hintergedanken gesagt hast. Wer weiß, was dahinter steckt. Ich vermute, dass da was Gravierendes hintersteckt, Stefan. Sonst empfindet man das nicht so. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich grübel ja schon nicht seit gestern, schon seit sehr langer Zeit drüber und ich wüsste nicht, wodurch das irgendwie gekommen ist. Also ich habe lange überlegt und auch versucht, dir irgendwie zu helfen. Will sie denn mit dir auch zusammen sein? Ja. Das sagt sie ganz eindeutig. Ja. So, jetzt haben wir zwei Leute, die eine komplizierte Geschichte hinter sich haben, die aber und bei denen es nicht richtig funktioniert, aber die beide sagen, ja, wir wollen. Genau. So, das ist eigentlich die allerbeste Voraussetzung, Stefan, zu jemandem zu gehen und sich Hilfe zu holen. Zusammen zu gehen zu jemandem und sich Hilfe zu holen. Denn ihr werdet aus diesem Kreis, in dem ihr seid, nicht herauskommen und es alleine nicht schaffen. Mhm. Wenn ihr aber jetzt in eine Beratung geht, in eine Paarberatung und mit einem Psychologen, mit einer Psychologin sprecht, glaube ich, dass ihr eine realistische Chance habt, dass ihr euch vielleicht wieder findet. Zumindest, dass eine Klärung stattfindet. Also ich habe ihr vorgeschlagen, einmal auch so eine Therapie zu machen. Oder halt eventuell vielleicht, was wir noch nie versucht haben, eine offene Beziehung daraus zu machen. Mhm. Wobei sie dann gesagt hat, dass die Therapie sie nicht machen möchte. Mhm. Aus dem Grund, dass sie sich einfach da viel zu jung für fühlt und das wohl anscheinend für überflüssig hält. Sage ich jetzt einfach mal, weiß ich nicht genau. Also ich würde gar nicht mit dem großen Begriff Therapie jetzt hier operieren. Mhm. Ihr sollt keine Therapie machen. Ihr sollt ganz einfach mal, so wie du mich jetzt angerufen hast, geht einfach zu zweit mal zu so einer Beratungssprechstunde. Da könnt ihr vielleicht einmal hingehen, zweimal oder dreimal, dann ist es vielleicht auch schon gut, um so ein bisschen, dass man euch so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Ja. Das mache ihr doch mal klar. Das ist ja so, ihr seid ja auf der Stelle. Mhm.
Genau. Ne, ihr geht auf der Stelle. Genau. So. Und wenn sie möchte gerne eine Veränderung, du möchtest eine Veränderung. Mhm. Na gut, was hat man zu verlieren, dann einfach mal eine Hilfe von außen zu suchen. Wenn es nicht klappt, na gut, dann klappt es eben nicht. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Sehe ich an sich auch so. Und ich finde diesen Weg sogar noch besser, als in eine offene Beziehung zu gehen. Weil ich habe irgendwo das Gefühl, da ist irgendwas nicht richtig in Ordnung. Und das müsste erstmal bearbeitet werden. Mhm. Und über den Weg einer therapeutischen Begleitung zumindest oder einer Beratung wäre das Bessere, glaube ich. Ja, gut. So, jetzt werde ich dir noch eine entsprechende Adresse und Telefonnummer geben in deiner Umgebung. Ja. Dann kannst du sie nochmal ansprechen und ihr könnt gemeinsam entscheiden, ob ihr es tun wollt. Okay. Du legst auf, wir rufen gleich nochmal an. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, Stefan. Danke. Tschüss. Ciao. Und hier ist Patrick, 22. Ja, morgen Domian. Guten Morgen, Patrick. Eine Ehre, dich zu sprechen. Eine Ehre, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich. Um was geht's? Es geht um das Thema Mund. Mund? Ja, beziehungsweise um die Zähne darin. Ja. Und zwar haben ja schon ein paar Leute bei dir angerufen in letzter Zeit, die etwas Probleme mit ihren Zähnen hatten. Ja. Und hast du bitte auch vor 3 Wochen. Kannst du mal bitte dein Radio und Fernsehen leise stellen? Habe ich eigentlich. Ja, ich höre Hall und Schall im Hintergrund. Ja, es liegt vielleicht am Handy. Vielleicht, ja. Egal, reden wir weiter. Also, Thema Mund. Mhm. Und zwar hatte ich bis vor 3 Wochen die oberen Zähne, die 4 oberen, ganz schwarz. Ja. Ganz schwarz mit 22? Ganz schwarz, ja. Die, oberen Zähne ganz schwarz. Ich war beim Zahnarzt. Und dann werden die Zähne schwarz? Ja, wenn man sie nicht putzt und nicht pflegt, ja. Ja, also im Klartext, die Lachzähne, Schneidezähne sind verfault. Genau. Ja. Und das war halt nicht so toll. Und seitdem ich das gemacht habe, ich kann wieder lachen, man verhält sich ganz anders. Das ist. Wie, und jetzt bist du dann zum Zahnarzt gegangen? Ich bin dann zum Zahnarzt gegangen. Ja, und? Weil ich habe eine Frau kennengelernt und die hat mir dann zu verstehen gegeben, dass also wenn ich mir die Zähne machen lasse, dann was werden kann. Das ist natürlich ein guter Druck. Also Patrick, ich nehme dich nur, wenn du die Zähne vorher machen lässt. Ja. So, du warst 10 Jahre vorher nicht beim Zahnarzt. Nee. Wie sahen denn die anderen Zähne, so unten, hinten und so weiter aus? Also unten die Reihe, die war eigentlich noch komplett in Ordnung. Ja. Bis hinten auf der linken Seite, die oberen und unteren Backenzähne, die waren halt auch kaputt. Auch im Arsch. Mhm. Und rechts oben waren auch 2 kaputt. Und die wurden auch unter Vollnarkose entfernt. Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Was hat der Arzt gemacht? Er hat all die schwarzen und kaputten und verfaulten Zähne unter Vollnarkose rausgenommen. Nee, er hat also erstmal Röntgenbild gemacht. Ja. Und dann hat er die oberen, die schwarz waren, die hat er mit Füllung noch repariert. Ach, und das geht. Noch. Und die sind jetzt wieder, sehen äußerlich auch anders aus jetzt? Das sieht jetzt wie neu aus. Ah. Das wäre nie was gewesen. Ja. Und und ungefähr 1,5 Wochen danach hatte ich einen Termin zur Vollnarkose und dann hat er die restlichen Zähne entfernt. Lag es denn daran, dass du nicht zum Zahnarzt gegangen bist, weil du auch Angst vom Zahnarzt hattest? Ja, auch. Hatte ich mir zumindest eingeredet. Ja. Ob es glaubst oder nicht, ich hatte kein einziges Mal Schmerzen nach der Vollnarkose nicht, nach gar nichts. Das ist wirklich genial. Das sage ich auch immer wieder Leuten, die Zahnarztphobie haben. Leute, lasst euch da unter Narkose legen oder in so einen Dämmerschlaf oder so. Ja. Und ihr habt wirklich keine Probleme damit und hinterher seid ihr ein anderer Mensch, ne, wenn man da rauskommt. Ich kann nur sagen, das ist ein anderes Leben, weil man kann auf Fotos wieder lachen, man kann in der Öffentlichkeit lachen, ohne sich, sagen wir mal, beobachtet vorzukommen. Ja, ja, klar. Und das sind ganz andere Blicke, die man erntet. Du hast wahrscheinlich das richtig von Herzen lachen gar richtig verlernt, ne? Ja, man muss. Und hast die Lippen immer so zusammengezogen, weil lachen. Ja, genau. So, ja, ja. Man musste so lachen, dass kein anderer halt den Einblick kriegt. Du hast aber auch in all der Zeit die Zähne nicht doll geputzt. Nicht, also ziemlich unregelmäßig. Ja, das heißt, jetzt hast du da auch eine Lehre rausgezogen und putzt ja auch die Zähne. Nach dem Aufstehen, nach dem Mittagessen und vorm Schlafengehen. Na gut, ist immerhin Anfang. Eigentlich sollte man es nach jedem essen, aber 3-mal am Tag ist auch schon gut. Ja, ich esse ja 3-mal am Tag. Also, und wie war das damals mit Thema Mundgeruch? Also Mundgeruch hat keinen, also öfters mal Kaugummis gegessen. Ja. Damit vorgebeugt und ich hatte auch nie Schmerzen. Das ist schon verrückt, ja. Mhm. Das wundert mich wirklich. Ja. So, das hast du also. Jedem empfehlen. Du kannst es jedem empfehlen. Auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Und die Frau, die zu dir gesagt hat, entweder Zahnarzt, erst Zahnarzt und dann ich oder ich nie, gibt es die noch jetzt in deinem Leben? Die gibt's noch, ja. Die gibt's noch. Und die ist ganz stolz wahrscheinlich, was sie geschafft hat.
Ja, und ich auch. Das ist toll. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Traut euch, es lohnt sich. Ja, und es, man kann es wirklich, und wir sagen es nochmal, mit einer Narkose machen lassen. Und, dann ich hatte kein einziges Mal Schmerzen, also perfekt. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Und Patrick kann wieder lachen. Oh ja, und wie. Ich habe viel nachzuholen. Alles Gute, Patrick. Danke für deinen Anruf. Ja, auch, Domian. Tschüss. Ciao. Und jetzt geht's weiter mit Karin. Und Karin ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Karin. Ich grüße dich. Und was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass ich gesprochen habe über Sexualität im Alter. Ich bin ja nun schon 50, naja. Lebe allein als sogenannter Single, habe zwei Töchter, 20 und 30, bin auch Großmutter und habe häufig wechselnde Männerbekanntschaften und komme nicht so damit klar gegenüber meiner Familie. Das heißt, wie lange bist du denn schon Single? Single bin ich jetzt schon seit 10 Jahren. Seit 10 Jahren? Ja. Du bist, hast dich getrennt von deinem Mann, von deinem Partner? Oder? Geschieden, wirklich geschieden, ja. Und es geht darum, dass ich immer so in einen Konflikt gerate. Ja, in diesem, wie soll ich das sagen, es sind häufiger auch Männer dabei, die jünger sind. Und das heißt so alt wie mein Schwiegersohn, der ist 38. Ja. Und mitunter habe ich damit ein Problem, dass ich auf der einen Seite denke, ich müsste ja Vorbild sein nach wie vor und die gute Großmutter und die gute Mutter. Aber was ist daran ein schlechtes Vorbild, wenn du mit einem 38-jährigen Mann und nicht mit einem 18-jährigen, sondern einem 38-jährigen Mann ein Verhältnis hast? Was ist da nicht vorbildlich dran? Ja, es sind nicht Verhältnisse. Es ist ja nicht immer ein Verhältnis, sondern es ist häufig so. Sex. Ich lebe jetzt gern als Single, richtig bewusst als Single und vielleicht ist es auch so ein Nachholen von dem, was ich früher nicht konnte. Ja. Ich habe meine Kinder alleine großgezogen, habe mich dann natürlich immer entsprechend verhalten, dass ich also mehr oder weniger nie gezeigt habe, mein Sexualleben war immer etwas wechselnd, weil ich mich nie so für einen entscheiden konnte. Ja, aber so und richtig hoch her geht's erst in den letzten Jahren. Ja, genau, genau. Wie viele Typen hast du denn, wenn ich fragen darf, so im Jahr? Naja, das kann manchmal bis zu 3 in einer Woche sein. Hey, das ist schon eine stramme Leistung. Ja, aber es ist auch so, dass ich... Immer andere, ne? Ja. Wo lernst du die denn kennen? So einfach ist es. In der Kneipe oder wenn ich rausgehe mit meinem Hund oder egal wie. Mit dem Hund? So einfach geht das? Ja. Man sagt mir also auch, ich bin sehe nicht aus wie 50, also ich wirke sehr viel jünger und bin auch sehr aktiv. Ja, und du sprichst die Leute wahrscheinlich auch ziemlich locker und offen an. Ja. Und schwuppdiwupp ist man im Gespräch und du kennst die Tricks und Kniffs schon, wie man dann schnell zur Sache kommt. Ja, so ist es. Mhm. Das heißt, eigentlich will ich das auch gar nicht immer. Es entsteht dann einfach. Es ist einfach dann da. Ist es denn richtig sexuelle Lust und Spaß? Ja. 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 Also ist nicht irgendein... Nein. Nee. Nein. Mhm. Ist auch so, dass es also auch Wiederholungstäter gibt, sag ich mal, die dann auch wieder auf der Matte stehen, was ich gar nicht immer so gut finde, aber... Aber in der Regel sind es Männer, mit denen du einmal im Bett warst und dann tschüss. Ja. Ja. Du hast nicht dein Telefonbuch, wo du mal, wenn du scharf bist, mal ein bisschen rumblätterst und anrufst, das nicht. Ja. Auch. Ja, gibt es auch, aber darauf greife ich eigentlich gar nicht zurück, weil... Hast du gar nicht nötig. Genau. Auch mal verliebt gewesen in den letzten Jahren? Bitte? Auch mal verliebt gewesen? Sehr häufig, ja. Ach. Ich habe auch viel Negatives erlebt, also auch Menschen, die ich dann ins Herz geschlossen habe, die mir dann erzählt haben, wie sehr sie mich richtig lieben angeblich und sich dann einfach nicht mehr gemeldet haben. Und diese Enttäuschung, die andere auch durchmachen, habe ich natürlich auch durchgemacht. Ich gucke jetzt mal auf die Uhr. Ja, ich weiß. Ich möchte gerne, dass wir das Wichtigste noch besprechen. Ja. Das Wichtigste ist, so hast du angefangen gerade mit dem Gespräch, meine Familie kommt damit nicht klar. Oder ja, ich habe so das Gefühl, ich glaube, ich stehe mir da selber im Weg. Ja, genau. Hast du das Gefühl, die Familie kommt damit nicht klar? Oder kommt die Familie wirklich nicht damit klar? Sagen die das? Ich glaube, das ist mein Gefühl. Das ist mein Gefühl. Ich bin sehr preußisch erzogen, sehr streng erzogen worden. Du hast erwachsene Kinder. Frag die doch ganz einfach mal, was die davon halten. Ja, das wäre vielleicht ein Weg. Also ihr habt noch nie offen darüber geredet? Doch, mit meiner jüngsten Tochter kann ich besser reden als mit meiner älteren. Die jüngste ist 20, ne, sagst du? Ja, genau, 21. Und die geht da ganz locker damit um, ihr Freund auch. Im Gegenteil, schenkt mir eine Kassette und sagt, also die Frau, die Männer verführt. Ja. Und irgendwo sind sie auch stolz drauf. Ich weiß es auch, auf die Optik. Und gibt es denn außer den beiden Töchtern noch nähere Leute, wo du denkst, oh, da ist es, die haben Längen vielleicht nicht so gut? Und ja, ich denke meine Mutter. Dazu muss ich dir sagen, du wirst regelmäßig in Spanien gehört. Ach. Meine Mutter und mein Stiefvater nehmen dich jede Nacht auf Video
Und es ist, du bist immer zum Frühstück präsent. Schöne Grüße nach Spanien. Ja. Aber mir liegt aber jetzt am Herzen, bevor die Sendung vorbei ist, von meiner Seite dir ganz klar zu sagen, dass ich das, was du machst, völlig in Ordnung finde und toll finde. Ja. Genieß es, nimm es mit. Du machst doch nichts Schlimmes. Meinst du? Aber na was für eine Frage. Ja. Du bist Single, du hast Spaß am Leben, du hast Spaß am Sex. Ja. Du hast Erfolg bei den Männern. Mein Gott, was willst du mehr? Ja, stimmt. Ja, genieß es. Naja gut, ich hab ein kleines Geschäft, einen kleinen Second-Hand-Laden in Hamburg. Ja. Und ich begegne sehr oft sehr frustrierten Frauen in meinem Alter. Ja, eben. Umso schöner ist das zu hören. Frauen einfach. Ja. Und ich möchte hier auch mal sagen, ich möchte allen Mut machen. Lebt euer Leben. Ja, geht öfter mit dem Hund spazieren und dann klappt das auch. Bitte? Geht öfters mit dem Hund spazieren und dann klappt das auch. Nein. Nein, einfach mal rausgehen. Ja, absolut. Und auch nochmal auf deine Töchter bezogen. Wenn du da so ein seltsames Gefühl hast, sprich es doch einfach nochmal offen an. Ich glaube, das sind gar nicht meine Töchter. Das ist eher so das Gefühl, so die Freunde meiner Tochter. Sprich, mein Schwiegersohn, der Freund meiner Tochter, wo ich dann denke, oh Gott. Würde ich mich gar nicht drum scheren. Ja. Karin, jetzt muss ich Schluss machen. Ja. Leb ein schönes Leben weiter und genieße alles in vollen Zügen. Tschüss. Danke dir, Domian. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, ciao.